Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Akkulaubsauger-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der klassische Laubbläser von Act Professional eignet sich perfekt für Gehwege, Hof- und Parkplätze. Er hat zwei mögliche Windstärken und läuft bis zu 45 Minuten pro Akkuladung. Dank Schnellladegerät ist er in ca. 90 Minuten bereits wieder vollständig aufgeladen. Das Gebläserohr besteht aus zwei Teilen mit 60 oder 38,5 cm Länge. Der Leon-Akku liefert 18 Volt und 2 A. Das Gerät von Act Professional ist mit Akku nur 1,7 kg schwer, was das Arbeiten handlicher und leichter macht. Auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis punktet bei diesem Gerät. Auf Nummer 4. Das stärkste Akkugebläse von Makita macht einen sehr soliden Eindruck und hat eine beeindruckende Leistung. Bei ausreichend hoher Leistungsstufe lassen sich damit sogar heruntergefallenes Obst, Nüsse und teilweise ganze Äste bewegen. Das Gerät hat einen umweltfreundlichen und kostensparenden Antrieb mit 2x18V sowie ein starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit. Das Makita Akkugebläse ist handlich und kraftvoll, eignet sich aber nicht für große Gärten, weil der Akku bereits nach 20 bis 30 Minuten leer ist. Dafür ist das Teleskopblasrohr dreifach verstellbar und dieses Modell ist nicht so laut. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3. Der Einhell-Akkulaubbläser Power X-Gange ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das eine schnelle und bequeme Reinigung von Grundstückesflächen und Winkeln ermöglicht. Die handliche Größe und das geringe Gewicht sorgen für ein besonders komfortables, stromnetzunabhängiges Arbeiten. Mit der elektronischen Drehzahlregulierung lässt sich die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren. Dank SoftGrip liegt der Akkulaubbläser angenehm und sicher in der Hand. Käufer berichten aber auch von Nachteilen. So ist der Laubbläser für normale Blattgrößen viel zu schwach. Bei kleineren, trockenen Blättern funktioniert der Bläser mit einigen Einschränkungen. Es gibt keine Einrastfunktion für den Powell-Knopf, so dass bei der Nutzung ständig der Knopf gedrückt gehalten werden muss. Bei Nummer 2. Der Black Plus Decker Akkulaubsauger ist ein 3-in-1 Gerät, da er nicht nur Laubsauger, sondern auch Laubbläser und Häcksler in einem ist. Er ist zudem ein kabelloses 36V Kraftpaket für den heimischen Garten. Durch sein geringes Gewicht und das ergonomische Design kannst du intuitiv und werkzeuglos zwischen Sauger und Bläser wechseln. Das Gerät komprimiert das Laub auf ein Siebtel der ursprünglichen Größe und sammelt es in einem 17,5 Liter fassenden Fangsack. Mit der Power Select Funktion kannst du stufenlos zwischen maximaler Leistung und maximaler Akkulaufzeit wählen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Der kraftvolle und einfach zu bedienende Gardner Akkugartensauger-Bläser Power Jetly 40 entfernt mit einer Blasgeschwindigkeit von bis zu 320 km/h oder einer Saugleistung von 160 L/s schnell und mühelos Schmutz, Laub und Grasschnitt auf dem Grundstück, ganz ohne Bücken und Kraftaufwand. Ein intuitives Tastenfeld am Griff sorgt für höchsten Bedienkomfort. Die Leistung kann stufenlos reguliert werden, passend für die jede Anwendung. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.